Im Laufe dieser Woche sind ja zahlreiche Aktionen der Landwirte in Deutschland geplant. Gestern waren hier bundesweit Tausende von Treckern unterwegs, die aber auch von der Bevölkerung und den Handwerkern unterstützt wurde, um nur einige aufzuzählen. Im Grunde war hier der gesamte deutsche Mittelstand auf der Straße. Und im Gegensatz zu manch anderen Demonstrationen, die ich in den letzten Jahren schon besucht habe, verlaufen diese Demonstrationen äußerst friedlich und geordnet. Wie man auf vielen Videos und Bildern sehen konnte, was Landwirte können, ist Rettungsgasse. Hier wurde nirgendwo ein Kranken- oder Rettungswagen behindert oder blockiert, wie es nun im letzten Jahr schon oft genug vorgekommen ist. Aber auch für den heutigen Dienstag waren wieder zahlreiche Veranstaltungen geplant. So auch hier im Kreis Düren, wo in den frühen Abendstunden verschiedene Mahnwachen auf Autobahnbrücken im gesamten Kreisgebiet stattfanden. Die Polizei Düren berichtete im Vorfeld darüber. Für die laufende Woche sind weitere Versammlungen angekündigt. Am Dienstag sind insgesamt 5 Mahnwachen im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 19 Uhr verteilt über den gesamten Kreis geplant, bei denen jeweils 50 Traktoren erwartet werden. Ich habe hier stellvertretend einmal eine Mahnwache in Jülich besucht und mich auch dort mit den Bauern unterhalten. Hier hatten sich die Landwirte an 2 Brücken über die A44 aufgestellt. Ja, wir sind heute auf der A44, um nochmal ein optisches Signal an die Politik zu senden, dass wir mit der Rücknahme der Agrardieselrückvergütung nicht einverstanden sind und gleiche Bedingungen in der EU haben möchten. Wir stehen heute hier als Kreisbauernschaft Düren. Im Rahmen der Aktionswoche machen wir hier durch ein Lichterfeuerwerk auf uns aufmerksam. Wir wollen friedlich, sachlich und konstruktiv demonstrieren, Farbe bekennen für das, was wir jeden Tag an Arbeit erledigen, wo wir 350 Tage für aufstehen und was unsere Passion ist, was unsere Motivation ist. Und wir wissen, ganz viele der Bevölkerung steht hinter uns. Ohne die wäre es auch gar nicht möglich, überhaupt Landwirtschaft zu betreiben. Aber wir wollen alle nochmal auf ein neues sensibilisieren, damit es auch für die nächste Generation Landwirtschaft geben kann und mit Landwirtschaft weitergehen kann. Wie man hier am letzten Ausschnitt hören konnte, viele Brummifahrer, die die A44 um diese Zeit benutzten, begrüßten unsere Landwirte mit einem Hubkonzert. Auch die Aachener Zeitung titelte heute Abend: Landwirte ernten reichlich Sympathiehupen. Auf Autobahnbrücken und an exponierten Straßen haben kreisdürener Landwirte Zeichen gesetzt.